in sein super gefährliches Castle Wally. Autsch. Ach nee, die Viecher. Mhm. Ich hoffe, der geht... Ah, cool. Eiskalt dran vorbei. Okay, jetzt... Autsch. Das kam dumm und blöd. Wow, was zum... Oh, ein Leben. Ja, uns ist nichts passiert, kein Effekt, kein Soundeffekt, gar nichts. Man kann einfach nicht mehr als 9 Leben haben, so ist es. Ah Mann, schaffe ich das von hier da? Ja, es geht. Überspringe ich denn eiskalt? Autsch. Wow, wow, in die Stacheln rein. Ein Glück, dass ich gerade angeschossen wurde. Sonst wäre es das gerade mit mir gewesen. Wenn man ja gerade noch, wenn man ja gerade erwischt wurde, dann stirbt man ja nicht in den Stacheln. Also hat man ein paar Sekunden Unverwundbarkeit. Wow. Ach ja, der Typ. Oh Mann. Okay, ich... wird schon echt schwierig für mich. Ich meine, mir ist schon ziemlich viel Kraft weg. Ich hoffe, ich krieg noch ein Lifepack oder sowas. Das sieht mir nicht so aus. Oh, und das, wie ich heiße, Yellow Diva. Auf einer hübschen kleinen Liste, kleines Zettelchen, die ich mir aufgeschrieben habe, steht: Fireman's Waffe wäre gut gegen den. Aber ich weiß noch, bei denen hatte ich sehr große Probleme immer. Das ist irgend so ein Klumpenmonster oder so. Genau so. Ja. Man weiß eigentlich nicht wirklich, was er erzählt. Der ist eigentlich gar nicht mal so leicht. Ich finde, der ist ziemlich schwierig. Ich muss immer getimt springen oder halt nicht. Ich muss mal genau achten, welche Kugel kommt. Also, ich habe irgendwie schon mal gelegentlich Probleme. Auch wenn es immer eine feste Reihenfolge ist, wieder kommt. Also, es ist dennoch viel, viel einfacher als beim Original Mega Man 1. Keine Frage. Müsst euch das mal da angucken. Da ist das noch viel schwieriger. Aber selbst hier, fällt mir schon ein bisschen schwierig. Ich muss mich schon ziemlich konzentrieren. Wow, das war knapp. Ah! Wollte. Soll ich beinahe da rein? Das ist wie gesagt immer eine feste Reihenfolge in dem Level. Wie er es macht, also. Oh, nein! Oh nein, er trifft mich auch noch. Es darf so nicht weitergehen. Sonst sterbe ich. Alles klar. Also der Ablauf ist wirklich immer der gleiche. Gut. Aber ich habe hier noch nicht mal halb besiegt. Oh Mann. Geht das lange.
Ah, Mist, Mist. Ah, oh, nein, der trifft mich auch noch. Der trifft mich. Wieso schafft der das auch noch? So, der geht hoch. Springen, nicht springen. Doch springen, nicht springen. Doch springen, nicht springen. Doch springen, jetzt dreimal nicht. Dann springen. Dann kommen die beiden oberen und dann der unterste. Alles klar. Ich bin schon so gut wie tot. Okay. Ich glaube, einmal noch? Ich denke, einmal noch. Okay. Alles oder nix, Baby. Geschafft. Oh, beim ersten Versuch, wie schön. Und er schmilzt. Okay, das hätte ich echt nicht gedacht, dass ich ihn beim ersten Versuch schaffe, weil wirklich, ich hatte sonst immer große Probleme bei dem. Okay, und hier haben wir CWU-01P, irgend so ein Roboterviech, das ich jetzt bekämpfen werde. Alles klar, wir landen in so einer Art wässrigen Wasserwelt. Das läuft bis jetzt doch ganz okay, sag ich mal. Gut, jetzt geht's hier lang. Ein langer Weg. Kommt noch was? Oh, oh, Wasser. Also ich werde jetzt automatisch nach rechts gezogen. Also was? Gab's das beim richtigen Mega Man? Ich weiß gar nicht, weil soweit habe ich das nie gespielt. Glaube ich. So, ich kenne das aber diesen Vorgang noch aus Sonic the Hedgehog. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube 3, glaube ich. Sonic 3. Für die Genesis-Konsole. Da gab es irgendwie auch schon mal sowas. Das, ich werde jetzt mit Hilfe von Wasser nach rechts gedrückt. Wow. Scheiße, der Bullet Bill. Bullet Bills sind assig, weil, wie gesagt, die explodieren. In der Nähe, wenn man von der Nähe erschießt, dann kriegt man Mitschaden. Versucht die erstmal besser gar nicht abzuschießen, einfach nur zu überspringen. Also, auszuweichen, meine ich. Ah! Was soll denn das? Okay. Okay, und das ist so ein Roboterkopf, oder? Eliminate. Wie übertrieben. Okay. Jetzt hier habe ich ja Scudmans Dingens, Kirchen und oh Mist. Ah!
Okay, erwischt. Auf jeden Fall ist der ziemlich schwierig. So, drunter her. Okay. Boah, ich wüsste gar nicht, was ich machen soll, wenn ich gar nicht sliden könnte. Boah. Mann, das ist knapp. Oh, ich hab den abgehalten. Okay, jetzt kommt es ein bisschen blöd. Jetzt wird er nämlich aggressiv und automatisch stärker und schneller. Und bei mir ist das ziemlich genau andersrum, weil ich habe jetzt Gutsmans Waffe nicht mehr. Okay, okay. Alles oder nichts. Nein, nix. Natürlich, das darf ich nicht schaffen. Mann, der hat nur noch einen Schuss gebraucht. Ja, ich darf den ganzen Bullshit jetzt mal von vorne machen. Ich hoffe, diesmal packe ich es aber. Gut. Was jetzt passiert, wissen wir ja. Er kommt und bla bla bla. Gut, einmal hätte ich ihn schon mal. Also je weniger Kraft er hat, desto stärker ist er oder beziehungsweise schneller und schwieriger zu bekämpfen. Ah, Mann, jetzt rutsche ich auch noch da runter. Das gibt's doch nicht. Das sieht man auch an der Mitte, weil der hat jetzt einen gelben Punkt da. Ich glaube, der war vorher noch grün. Und am Ende wird der ja rot. Und jetzt ist er irgendwie... Irgendwie habe ich jetzt weniger Probleme, den zu bekämpfen als eben. Ist das nicht irgendwie seltsam? Aber ernsthaft, jetzt mache ich den problemlos. Und jetzt der Rot, jetzt auf der schlimmsten und härtesten Stufe. Okay. Kein großes Problem, den zu besiegen. Sonst hatte ich wirklich recht viele Probleme damit. Auch nicht nur eben. Aber das ist doch schön. Habe ich den hinter mir. Nach 2 Versuchen. Mhm, alles klar. Die hätten auch schon das dritte Level. Wo ich... Das ist auch ein ziemlich hartes Level. Das werde ich jetzt auch machen.